Produkte durchlaufen verschiedene Phasen, wie ein Lebenszyklus. Am Anfang ist die Einführungsphase. Hier ist das Produkt ganz neu und unbekannt. Es braucht Werbung, damit Kunden es kennenlernen. Der Verkauf ist noch klein. Dann kommt die Wachstumsphase. Immer mehr Kunden interessieren sich jetzt und kaufen das Produkt. In der Reifezeit ist das Produkt etabliert. Der Verkauf und Gewinn sind auf dem Höhepunkt. Irgendwann erreicht das Produkt die Sättigungsphase. Der Markt ist gesättigt. Neue Produkte machen Konkurrenz. Zum Schluss kommt der Niedergang. Das Interesse der Kunden nimmt ab. Dieses Modell zeigt, Produkte altern wie alles im Leben. Marketing muss sich immer nach der aktuellen Phase richten. In jeder Lebensphase braucht es andere Ideen. So nutzt das Lebenszyklusmodell die Produktentwicklung optimal aus. Betriebswirt IHK in rund 64 Stunden. Traum oder Wirklichkeit? Unter dem Video auf mehr klicken und dann auf den Link.